glaube, wir sind gut reingekommen ins Spiel. Direkt am Anfang eine gute Chance gehabt. Eine gute erste Halbzeit, wo dann leider das Tor fehlt. Dann in der zweiten Halbzeit sind wir nicht mehr so gut rausgekommen und Köln hatte ein bisschen mehr vom Spiel, glaube ich. Trotzdem hatten wir auch durch Ludo noch zwei gute Chancen. Und haben wieder nichts groß zugelassen, bis auf die verunglückte Flanke. Insgesamt 0-0, wieder ein bisschen schade, dass wir eben vorne keinen reingemacht haben. Defensiv stehen wir wirklich gut und das Ärgerliche ist eigentlich, oder auf der anderen Seite auch das Positive, wir haben ja die Chancen und es fehlt nur dann den Ball über die Linie zu drücken. Das heißt, eigentlich geht die offensive Durchschlagskraft nicht drauf dafür, dass wir defensiv gut stehen, was ja eigentlich schon mal sehr gut ist. Nur der Ball will halt noch nicht rein und das ist echt ärgerlich. Ja, es war schon sehr, sehr schön, direkt von Anfang an auf dem Platz zu stehen und auch helfen zu können, Einfluss nehmen zu können direkt. Leo dribbelt auf die Kette, will dann in die Schnittstelle und guck hoch und lauf schon so halb los, bis Leo den Ball endlich spielt, aber wusste dann schon, dass ich wahrscheinlich einen Tick zu früh losgelaufen bin oder der Ball einen Tick zu spät kam. Ja, bitter, aber wenigstens hatte ich ein paar ordentliche Situationen. Also der Ball ins Tor auf jeden Fall am nächsten Samstag, da habe ich ein gutes Gefühl. Ich bin mir auch sicher, dass da einer reinfallen wird. Aber viel wichtiger sind die drei Punkte, glaube ich. Und es ist schon sehr positiv, dass wir kaum was zugelassen haben und dass die letzten Spiele ansprechend waren. Aber es bringt uns halt leider nichts. Deswegen weitermachen und dann am nächsten Samstag drei Punkte holen.